Ja, also was ich dazu sagen kann, ist, dass er sich, glaube ich, gerade beim Medizincheck bei uns in Leverkusen befindet, auch in Absprache mit seinem Verein, mit Genk. Also ich bin jetzt nicht da in jeden einzelnen Schritt involviert, aber die Tendenz ist sicherlich so, dass der Spieler, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler irgendwann mal das Trikot von Bayer Leverkusen anhat, jetzt nicht mehr allzu gering ist. Ja, wir arbeiten ja immer daran, unseren Kader zu optimieren, auch so ein bisschen perspektivisch zu denken. Und gerade wenn man so junge, talentierte Spieler ja, kriegen kann, ist das natürlich immer ein sehr gutes Zeichen. Ich glaube, es gibt kaum Vereine, wo junge Spieler so viel auf dem Platz sind, international spielen können, in einer der besten Ligen Europas spielen, in einem hervorragenden Umfeld als Bayer Leverkusen.